Chinas Solarfirmen suchen Schutz vor Strafzöllen. Der Streit zwischen China und der EU über angebliche Dumpingpreise von chinesischen Solarprodukten geht in eine weitere Runde. Produzenten aus China sollen bereit sein, die Preise für ihre Solarmodule zu erhöhen und ihre Ausfuhren in die EU zu drosseln. So sollen harsche Handelszölle umgangen werden. Die EU aber habe dieses Angebot abgelehnt. Ein Sprecher der EU-Kommission wies die Darstellung hingegen als falsch und irreführend zurück. Es hätten keinerlei offizielle Gespräche stattgefunden. Geldwäsche in Zypern ist weiterhin nicht gebannt. Eine Prüfung durch das private Unternehmen Deloitte hat ergeben, dass es um die Geldwäsche auf Zypern sehr viel schlimmer steht, als bisher behauptet. Die Prüfer stießen auf 29 verdächtige Transaktionen allein in den vergangenen 12 Monaten. Sie stellten fest, dass die Geldhäuser in mehr als 90% der knapp 400 geprüften Fälle von Großanlegern nicht wussten, wer ihre Kunden sind. Zwar sei Zyperns Gesetzgebung gegen Geldwäsche gut, ihre Durchsetzung aber nicht. Spanischen Bankenwerten drohen Kursverluste. Die Aktien spanischer Banken dürften Händlern zufolge am Freitag unter Druck geraten. Zum einen untersucht die spanische Börsenaufsicht CNMV den Handel mit Bankierpapieren vom Vortag. Die Aktie brach um 51% ein. Händler gehen von Leerverkäufen aus, welche in Spanien verboten sind. Zudem berichtet die Financial Times, dass die spanischen Banken weitere 10 Milliarden Euro an Hilfsgeldern benötigen, um Rückstellungsanforderungen der Zentralbank bei der Kreditvergabe erfüllen zu können.